Sernadia hat ein wichtiges historisch-künstlerisches religiöses Erbe, Beweis des Glaubens und der christlichen Devotion dieser faszinierenden Ortschaft. Die Kapelle Heiligen Vitus wurde im 17. Jahrhundert auf einem ältesten Gebäude vermutlich mittelalterlicher Herkunft wiedererrichtet. Das Gebäude liegt auf der Straße, die einst die Ortschaft nach Lecce führte. Die kleine Kirche wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals verändert und im Inneren kann man verschiedene religiöse Fresken bewundern, unter denen das Fresko Heiligen Vitus hervorsticht. Auf der Straße, die Sternatia und Calugnano verbindet, entsteht die Kirche der Madonna der Engel. In der Vergangenheit war das heilige Gebäude mit einem kleinen Franziskanerkloster verbunden. Die Franziskaner übten in Sternatia ab dem 16. Jahrhundert aus. Die Architektur ist sehr schlicht und linear. Das sieht man auch auf der Fassade, die von einem kleinen Portal aus Stein und von einem Kreuz an der Spitze verziert ist. Heute bleibt nur wenig des Franziskanerklosters übrig. Die Devotion des Volks ist noch immer stark und wird besonders der Donnerstag nach Ostern mit religiösen Feierlichkeiten und Freizeitbeschäftigungen der Gemeinschaft geäußert. Die Kapelle der Madonna der Farauli liegt der ländlichen Straße entlang, die nach Martignano führt. Der Name stammt aus der Straße, wo sie liegt. Die kleine Kirche hat ein interessantes Portal von zwei Halbsäulen und von einer Skulptur auf dem Architrav verziert. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde die Kirche renoviert. Im Inneren werden verschiedene Fresken und ein Altar des 18. Jahrhunderts vom Bildhauer Emanuele Orfano produziert, aufbewahrt. Die kleinen religiösen Gebäude von Sternatia liegen auf dem schönen Land, das die Ortschaft umgibt. Das wird von der alten Geschichte der Menschen dieses Ortes bewiesen.